Hallo, ich habe heute für euch vier einfache und schnelle Frühstücksideen. Ich wurde öfter mal unter meinen Frühstücksbildern auf Instagram gefragt, ob ich sowas drehen kann und das drehe ich natürlich sehr gerne ab. Ich hatte euch ja in meiner Morgenroutine schon gesagt, dass ich eigentlich kein Frühstücksmensch bin. Falls ihr die nicht gesehen habt, ich verlinke sie euch mal in der Infobox, dann könnt ihr euch die anschauen, wenn ihr wollt. Und ich frühstücke erst seit einem Jahr oder so wirklich regelmäßig und da haben sich jetzt eben so ein paar Sachen rausgestellt, die ich öfter mache und die mir richtig gut schmecken und die möchte ich euch heute zeigen. Bevor es losgeht mit dem Video, wollte ich euch noch zwei Sachen sagen. Das erste ist, dass wir leider immer noch keine Gewinnerin gefunden haben für unsere DM-Haul-Challenge. Wir hatten damals jemanden angeschrieben, der hat sich leider bis heute nicht gemeldet und deshalb verlosen wir die Sachen momentan auf Instagram. Wir haben deshalb ein Foto von den Sachen, die ihr gewinnen könnt, auf Instagram gepostet. Also wenn ihr die Sachen gewinnen wollt, dann folgt Lena und mir auf Instagram und liked dieses Foto bis nächsten Mittwoch und dann könnt ihr die Sachen gewinnen, wann ihr wollt. Ich schreibe euch alle Teilnahmebedingungen auch nochmal in die Infobox. Und das zweite, wie euch vielleicht aufgefallen ist, bin ich inzwischen in Sevilla. Es ist ein neuer Hintergrund. Ich bin in meiner neuen Wohnung, in meinem neuen Zimmer und es werden sicher noch einzelne Videos über Sevilla kommen. Ich habe allerdings noch ein paar vorgedrehte und die wollte ich euch zuerst zeigen und ja, geduldet euch ein bisschen, dann werdet ihr mehr von Sevilla sehen und jetzt gibt es erstmal die Frühstücksideen. Die erste Frühstücksvariante ist ein Haselnuss-Beeren-Smoothie. Dafür braucht ihr als erstes gefrorene Beeren, dann braucht ihr eine Banane, Haferflocken, Haselnussmilch, Chiasamen und Agavendicksaft. Von den Chiasamen nehme ich immer einen Teelöffel, das reicht für den ganzen Smoothie, und mische den mit 4 Esslöffeln warmem Wasser und das Ganze lasse ich dann ein bisschen aufquellen, dann sieht das am Ende so aus. Dadurch bekommt der Smoothie so ein bisschen so eine dickflüssigere Konsistenz und so einen nussigen Geschmack und es schmeckt einfach nochmal, finde ich, ein bisschen besser. Die gefrorenen Beeren lasst ihr ein ganz bisschen auftauen, aber so, dass sie immer noch schön kalt sind. Als Flüssigkeit benutze ich bei Smoothies immer gern Haselnussmilch oder auch Mandelmilch, weil das dann, finde ich, besser schmeckt als mit normaler Milch. Und hier habe ich jetzt 200 ml Haselnussmilch genommen. Anschließend braucht ihr noch 2 Esslöffel Haferflocken und das war's dann auch schon. Das Ganze kommt dann in den Mixer und wird gut durchpüriert. Und das wäre dann die erste Variante. Das ist besonders gut geeignet für Leute, die morgens nicht so gerne was Richtiges essen. Ich habe da oben drauf noch ein paar Kokosflocken gegeben, weil ich finde, das Auge isst mit und es schmeckt auch richtig lecker. Es geht auch ziemlich schnell und obwohl es ein Getränk ist, hält es relativ lang satt durch die Banane und die Haferflocken. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Smoothie nicht für jedermann was ist zum Frühstück. Vielen reicht das sicher nicht aus, aber probiert es mal aus. Ich mag das ab und zu richtig gerne. Die nächste Frühstücksvariante mache ich besonders gerne sonntags oder einfach, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und zwar sind das Haferflocken-Bananen-Pancakes. Ihr braucht dazu auch wieder Beeren. Für Pancakes nehme ich persönlich lieber frische Beeren und ich mag besonders gerne Blaubeeren und Himbeeren. Dann braucht ihr 100 ml Buttermilch, ungefähr eine halbe Tasse Haferflocken, eine Banane, ein Ei, ein halbes Päckchen Backpulver, ein bisschen Agavendicksaft zum Süßen und wieder Kokosraspeln zum Verzieren. Ich mische dann einfach immer alle Zutaten zusammen. Ich habe da keine bestimmte Reihenfolge. Die Banane müsst ihr vorher ein bisschen zermanschen oder so zerdrücken mit einer Gabel. Und dann rührt ihr das einfach alles zu einem Teig. Dann gebt ihr ein bisschen Öl in eine Pfanne. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Öl habt und dass die Pfanne nicht zu heiß ist, sonst brennen die euch sehr schnell an. Und was ich auch super gerne mag, ist, wenn ich in die halbfertigen Pancakes noch so ein paar Blaubeeren gebe und die dann so ein bisschen mitbrate. Danach müsst ihr die nur noch mit den Früchten verzieren, ein bisschen Agavendicksaft drüber geben und dann die Kokosraspeln drüber streuen. Und das war's auch schon. Die dritte Variante ist mit Abstand die einfachste und trotzdem eigentlich meine liebste. Und zwar ist das der Frühstücksbrei von Alnatura. Ich kaufe immer den mit Früchten. Es gibt auch noch eine andere Variante, eine gelbe. Die ist nur mit Nüssen, aber die mag ich persönlich nicht so gerne. Ich kaufe immer den roten und ich mische den immer mit ganz normaler Milch und frischen Beeren. Ich habe jetzt hier Erdbeeren genommen, was aber auch richtig lecker schmeckt, sind tiefgefrorene Beeren, weil ich den Brei immer warm mache und dann ist das so eine richtig leckere Mischung aus heiß und kalt. Ich habe jetzt als erstes die Erdbeeren gewaschen und klein geschnitten und dann die Milch
Milch ungefähr eine Minute in die Mikrowelle gestellt. Dann rührt man den Brei einfach in die warme Milch. Man kann es auch mit kalter Milch machen, aber mir persönlich schmeckt es mit warmer Milch einfach besser. Je nachdem, was für eine Konsistenz ihr am liebsten mögt, gebt ihr eben noch mehr Pulver dazu oder mehr Milch. Ich mag das lieber, wenn es ein bisschen breiiger ist, deshalb gebe ich noch ein bisschen mehr Pulver dazu. Und am Ende gebt ihr die Beeren dazu. Und zum Frühstück darf bei mir nie Kaffee fehlen, egal was ich frühstücke, Kaffee ist immer dabei. Und auf den Frühstücksbrei habe ich jetzt noch ein paar Kokosraspeln gegeben, weil es schöner aussieht und weil es auch richtig lecker schmeckt. Und die letzte Variante ist jetzt für diejenigen, die lieber herzhaft frühstücken. Dazu braucht ihr einfach nur in Öl eingelegte getrocknete Tomaten, ein bisschen Avocado, Ziegenkäse und Brot. Ich habe das Brot als erstes getoastet und dann mit den kleingeschnittenen getrockneten Tomaten und den Avocados belegt. Anschließend habe ich den Ziegenkäse drüber verteilt und dann kommt das Ganze einfach 10 Minuten in den Ofen. Das ist, finde ich, eine schöne Alternative, wenn man mal nicht süß frühstücken möchte und schmeckt auch super lecker. So, und das waren jetzt auch schon alle 4 Varianten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet. Ich hätte noch ein paar weitere Frühstücksideen in petto. Also, falls ihr das gerne sehen möchtet, dann sagt mir Bescheid. Ich verlinke euch hier am Ende mal noch mein letztes Video und daneben unser Back-to-School-Video. Da habe ich auch ein paar Frühstücksideen gezeigt. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr reinklickt. Und in der Infobox findet ihr auch immer unsere Instagram-Accounts und unseren Blog. Dann war es das erstmal für dieses Video. Und dann sehen wir uns im nächsten. Kann ich wirklich mit der Frisur filmen? Nein, egal. Puh, ist jetzt schon heiß. Hallo, ich habe heute ein paar